Games sind schon was Geiles, außer wenn sie es nicht sind. Es gibt Games, die sind einfach unfassbar genial. Es gibt Games, die überraschen zum Launch. Und es gibt Games, bei denen von Anfang an klar war, dass sie genial sein werden. Und dann gibt es Games, die so hart floppen, dass sie ein ganzes Unternehmen stürzen können oder den Ruf eines Studios und Entwicklers komplett ruinieren. Heute wollen wir uns genau die anschauen. Die Flops. Games, die aus diversen Gründen gescheitert sind, in der Regel zu Recht. Und schaut mal, ob ihr einen Zusammenhang zwischen den meisten dieser Games erkennen könnt. Ach ja, Flops heißt in diesem Kontext übrigens nicht unbedingt kommerziell, sondern einfach aus der Perspektive der Community. Wir starten mit den... Die Avengers zum Höhepunkt ihrer Beliebtheit. Das MCU war on fire und Kinomomente wie dieser hier, Achtung Spoiler... konnten uns alle begeistern. Ein Avengers-Game klang also ziemlich geil. Bei so viel Hype konnte man zwar die Enttäuschung nicht ganz überspielen, dass nicht die Originalgesichter genutzt wurden, aber dennoch war die Freude auf ein Avengers-Spiel ziemlich hoch. Erneut, das Spiel wurde angekündigt in der Hochphase des MCU. Aber mit jeder neu veröffentlichten Info sank die Vorfreude etwas mehr. Erst entpuppt sich das Game als Live-Service-Spiel, was ohnehin schon Sorgen macht, aber hinzu kommt, dass das Studio Crystal Dynamics in diesem Bereich auch nicht wirklich Erfahrungen sammeln konnte. Die waren eher bekannt für Singleplayer-Experiences wie Tomb Raider. Die Kombination aus Avengers Live-Service-Game und einem Studio, das nicht aus dem Games-as-a-Service-Bereich kommt, war milde ausgedrückt not a great plan. Bei Release kam es aber, wie es kommen musste. Cinematische Story und Live-Service-Komponente beißten sich, generisches Gameplay und Loot-System waren unzufriedenstellend, Mikrotransaktionen und andere Komponenten nervten Gamer, die einfach nur eine coole cinematische Heldenstory wie in den Filmen erleben wollten. Und kurze Zeit später starben die Avengers und ähnlich wie Mjölnir konnte und wollte so gut wie niemand mehr das Spiel aufheben. Wisst ihr, was richtig cringe ist? Wenn so Boomer wie ich versuchen, auf Lock so Jugendsprache mitzusprechen, zum Beispiel Smash oder Slay. Echt Ehre genommen. Wenn ihr gerade vor Fremdschämen nicht abgeschaltet habt, dann ist Forspoken vielleicht genau das Spiel für euch. Sony will am liebsten, dass ihr das Game vergisst. Immerhin hat PlayStation einen echt guten Verlauf, was PS-exklusive Singleplayer-Games angeht. Aber Forspoken ist wie so ein fetter Sechser auf dem sonst perfekten Zeugnis. Die Gründe für das Scheitern sind hier etwas simpler. Die Marketingkampagne hat nicht unbedingt überzeugend Hype generieren können. Das Spiel selbst war dann technisch unreif mit wenig spannendem Gameplay, aber der größte Faktor waren wohl die Dialoge. Einfach alles klang so unglaublich cringe, dass selbst mein kleiner Versuch der Jugendsprache gerade hingegen überzeugend wirkt. Immersion quasi unmöglich in Forspoken. Lasst uns mal bei cringe bleiben, aber keine Sorge, das mit der Jugendsprache versuche ich nicht nochmal, das will ich euch nicht antun. Außer ihr abonniert nicht, dann gibt's wieder Fremdschämen-Momente mit dem El Hammer. Saints Row-Fans sind immer noch wütend. Saints Row hat irgendwie eine interessante Geschichte durchgemacht. Angefangen als GTA-Klon, konnte sich die Reihe eine eigene Identität aufbauen, indem es einfach urkomisch, makaber und crazy war. In Saints Row könntet ihr Aliens bekämpfen, eine Dubstep-Gun nutzen und... oder mit... fallischen Freizeitgegenständen auf Menschen einhauen. Das Reboot entfernte sich sehr vom beliebten Artstyle, versuchte irgendwie mehr die Kids von heute anzusprechen. Schaffte es aber nur, albern zu sein, ohne den Charme und den Humor der vorherigen Teile und versuchte inmitten dieser komischen Farbvielfalt eine ernsthafte Gangster-Story zu erzählen. Hier fügt sich irgendwie nichts und entsprechend floppte das Spiel. Das Spiel floppte sogar so hart, dass das Entwicklerstudio Volition inzwischen nicht mehr gibt. Das nächste Spiel hat zwar nicht unbedingt den Bankrott der Entwickler nach sich gezogen, aber ihr werdet gleich verstehen, warum ich das trotzdem so hoch werte. Gotham Knights sollte an die Beliebtheit der Arkham-Serie anschließen, die vielen Batman-Fans das gegeben hat, was der dunkle Ritter in Spieleform verdient hat. Das größte Versagen von Gotham Knights ist aber, wie schnell es vergessen wurde. Seid mal ehrlich, das Spiel kam, sah und wurde vergessen. Es war nicht mal so, dass sich darüber jeder beschwert hat, wie bei den bisherigen Spielen. Es wurde schlichtweg einfach ignoriert. Zumindest in meiner Bubble. Für so eine Marke ist das, glaube ich, die größte Klatsche, die man kriegen kann. Das Spiel war so generisch, dass es einfach mit Ignoranz bestraft wurde. Stell dir mal vor, du bist im Management eines milliardenschweren Gaming-Publishers und du hast ein Studio voller talentierter Entwickler, die berühmt dafür sind, dass sie exzellente Singleplayer-Erfahrungen schmieden. Was machst du als nächstes?
Richtig, du lässt sie ein Live-Service-Multiplayer-Game entwickeln. Genauso geschehen mit BioWare und Anthem. Eigentlich hatte kaum jemand hohe Erwartungen gehabt. Anthem fiel in die Zeit, als der Unmut über Monetarisierung, Live-Service-Schnickschnack und Co. insbesondere EA hart traf. Das Spiel hat es also von Anfang an nicht leicht und obwohl das Marketing sich alle Mühe gab, das Gameplay so cool wie möglich aussehen zu lassen, blieben die meisten einfach nur skeptisch. Das Spiel erschien unfertig, mit mangelndem Inhalt, unterdurchschnittlich schlechtem Mission-Design und Gameplay, hielt die eigenen Versprechen nicht ein und weil die Devs damit beschäftigt waren, den technischen Zustand zu retten, gab es auch erstmal keinen neuen Inhalt. Anthem sollte noch gerettet werden mit einer grundlegenden Überarbeitung des Gameplays, der Systeme, der Technik, quasi ein neues Spiel, was dann als Anthem Next das Spiel nochmal aus dem Dreck ziehen sollte. Die Pläne für Anthem Next wurden aber letztlich verworfen und Anthem starb damit endgültig. Und dann gab es da noch ein anderes Spiel, was in ein frühes und in diesem Fall nasses Grab fiel. Erinnert ihr euch noch an Assassin's Creed 4 Black Flag? Sicherlich eines der beliebtesten Assassin's Creed Spiele. Insbesondere die da eingeführten Seeschlachten waren für die meisten ein gelungenes Stück neues Gameplay im Franchise. Die Seeschlachten waren so beliebt, dass Ubisoft sich dachte, die machen daraus ein komplett eigenes Spiel. Arbeit an Skull and Bones begann 2013, aber so richtig zünden wollte die Entwicklung nicht. Irgendein Anker hielt das Spiel zurück und erst 11 Jahre später erschien das Piratenabenteuer nach mehreren Verschiebungen endlich doch. Ich sag endlich, aber so wirklich damit gerechnet hat keiner, dass dieses Spiel gut wird. Naja, manche Leute haben eben einen langen Atem, ähnlich wie die Stamina-Bar eures Schiffes. Es hat aber nicht geholfen, dass Ubisoft das Spiel als erstes Quadruple-A-Spiel bezeichnet. Diese immensen Erwartungen konnten leider nicht eingehalten werden. Noch hat dieses Spiel aber tatsächlich nicht final aufgegeben. Die Roadmap läuft noch und vielleicht gelingt es Ubi ja, das Ruder rumzureißen. Ich bezweifle es, aber wer weiß, andere Spiele haben es ja auch geschafft. Die Marke Xbox hat in letzter Zeit wirklich viel Kritik einstecken müssen. Viele Versprechungen nicht eingehalten wurden und dann immer noch diese Exklusivspiele irgendwo am Horizont, die mit Sony mithalten sollten. Und das Ergebnis war dann Redfall. Im Nachhinein sind immer mehr Details über die katastrophalen Hintergründe bei der Entwicklung von Redfall ans Licht gekommen. Von mangelnder Vision bis hin zu Managementproblemen und Talentverlusten. Niemand hatte wirklich Bock auf dieses Spiel. Das Ergebnis war ein Looter-Shooter, der sowohl als Looter als auch als Shooter nicht überzeugen konnte. Langweilige Spielwelt, generisches Gameplay, dumme Gegner-KI, technische Probleme und eine Menge, Menge mehr. Redfall hat den Ruf von Microsoft und der Marke Xbox gleich mitgetankt und nach diesem sowohl kommerziellen als auch kritischen Riesenflop entschloss sich Microsoft, Arkane im Mai 2024 zu schließen. Nicht vieles ist schlechter als Redfall, aber es gibt ein Spiel, was das sogar noch toppen kann. Wenn man die unglaublich tollen Charaktere des DC-Universums nimmt, muss es doch eigentlich ziemlich schwer sein, so ein Spiel zu verhauen. Suicide Squad Kill the Justice League schafft es trotzdem. Zugegeben, auch hier hat wirklich niemand damit gerechnet, dass das Spiel erfolgreich wird. Der erste Gameplay-Reveal war schon eine absolute Katastrophe. Charaktere rennen durch die Gegend und schießen lila Dinger ab. Cool. Und dabei ist das so schade, denn das Story-Prinzip ist ziemlich genial, wäre es nur besser umgesetzt worden. Wenn man einstige Helden wie Flash, Batman und Superman besiegen muss, da kann es doch nur geniale Bosskämpfe geben, oder? Falsch gedacht. Die Bosskämpfe sind ziemlich langweilige Bullet-Sponge-Fights, die man schon wieder vergessen hat, sobald sie vorbei sind. Auch hier wäre sicherlich eine eng getaktete Story ohne Live-Service-Schnickschnack besser gewesen. Dann hätte man wenigstens eine kohärente, spannende Story mit abgerundetem Gameplay liefern können. Aber nein, wir müssen ja immer Live-Service sein. Dann gibt es dann noch ein Spiel, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Ich frage mich bis heute, wie man auf die Idee kommt, ein Gollum-Spiel zu entwickeln. Der Charakter hat in den Filmen und Büchern eine abgerundete, abgeschlossene Geschichte, bei der es nicht wirklich Neues zu erforschen gibt. Versucht wurde es mit diesem Spiel trotzdem. Mal abgesehen davon, dass Gollum oder Smeargol nicht unbedingt der ideale Protagonist eines Spiels ist, war alles in diesem Spiel nicht überzeugend. Gameplay, Grafik, Technik, Story und Co. Hier tut man sich wirklich schwer, was Positives zu finden. Auch hier resultierte der Flop in der Schließung der Entwicklungsabteilung von Daedalic Entertainment. Viel gibt es hier nicht zu sagen, das Spiel war einfach. Kurzer Exkurs vor dem ersten Platz. Es gibt Spiele, die sind zuerst hart gefloppt und gescheitert, konnten sich aber hinten raus noch retten. Hier sind drei Games, die zuerst gefloppt sind, sich aber dann noch retten konnten.
Fallout 76 war vermutlich der schlechteste Bethesda-Launch aller Zeiten. Kein Wunder, dass da technisch gar nichts lief. Inzwischen hat sich Fallout 76 aber aus dem Dreck gezogen, mit vielen neuen Inhalten, einem soliden technischen Zustand und zahlreichen gelungenen Ergänzungen kann das Game heute sogar eine lebendige und zufriedene Community vorweisen. Battlefield 2042 litt ebenfalls unter einem Desaster von einem Launch. Lange wurde an dem Spiel gearbeitet und nach Monaten und mehreren Seasons ist 2042 inzwischen tatsächlich echt solide. Leider hat das aber nicht mehr gereicht, die ganzen wütenden Spieler zurückzugewinnen, weshalb 2042 immer noch keine große Spielerschaft aufweisen kann und EA inzwischen schon in die Zukunft guckt. Der wohl hellste Phönix aus der Asche ist Cyberpunk 2077. Ein Launch, der eigenhändig den guten Ruf von CDPR zerstörte, wandelte über Jahre und eine Menge Updates sich zu einem der besten Rollenspiele, die man aktuell zocken kann. Eine kurze Erwähnung vor Platz 1 gibt es auch noch, Concord. Ich glaube, das Spiel ist ein vorprogrammierter Flop und Markus hat in seinem Video die Resonanz zur Beta schon zusammengefasst, schaut da gerne mal rein. Und jetzt Platz 1. Ach, The Day Before. Hier verschwimmt irgendwie die Grenze zwischen Flop und Scam. Aber das Spiel wandelte sich im Laufe seiner Marketingkampagne von revolutionärem MMO zu generischem Shooter mit Asset Flip. Ich habe ein umfangreiches Video zum Verlauf von The Day Before gemacht, schaut da gerne mal rein, aber hier in aller Kürze. Trailer, Marketingmaterial und Inhalte wurden direkt von anderen erfolgreichen Filmen und Spielen geklaut. Das Spiel wurde als MMO angekündigt, war am Ende aber ein Extraktionsshooter. Die Assets waren aus dem Unreal Store gekauft. Die Grafik wurde so vorgestellt, sah am Ende aber so aus. The Day Before führte nur 4 Tage nach Launch dazu, dass sich Studio und Entwickler verabschiedeten und das Spiel verschwand. Die Entwickler antworteten auf Kritik mit Shit Happens und seitdem hat man nichts mehr von ihnen gehört. Ehrlich, das ist so kurios, was da passiert ist. Schaut unbedingt das Video an, das ich dazu gemacht habe. Damit beende ich diese lange Liste an Gaming-Flops. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Flops euch noch so einfallen. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like und Abo, denn damit könnt ihr mich supporten. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.